So, und da sind wir wieder zurück zu The Order 1886. Ich begrüße euch zu einer weiteren Folge. Und ich hoffe, dass wir endlich mal diesen dunklen Irrgarten hier hinter uns lassen können. Ich habe, so wie es aussieht, alle ausgeschaltet. Das ist gut. Da stellt sich die Frage, wo wir hin müssen. Eventuell hier hin? Nein. Da leuchtet was. Ah, Munition. So mag ich das. Das habe ich gern. Wo muss ich hin? Muss ich hier einmal durch den kompletten Garten quasi durchqueren und hier rechts? Ja, das könnte sein. Gucken wir mal. Ach, guck mal, durch die Kanäle müssen wir rein. Okay. Ja, ich habe ja alle getötet. Brauchst nicht so leise sein. So. Super. Immer durch die Kanäle. Da fühlt man sich doch heimisch. Da sehe ich doch einen. Wer ist das? Ich glaube, das war gar nicht so schlecht, dass ich das gemacht habe. Mein edler Ritter. Offenbar komme ich rechtzeitig. Sieht ganz so aus. Obwohl ich mich in der Regel nicht von einer Wache überwältigen lasse. Sind Sie alle? Naja. Devi und Finley sind bei mir. Sie übernehmen die restlichen Wachen und Sie? Ich konnte meinen Trupp nicht mitbringen, aber es ist jemand bei mir. Vertrauen Sie der Person? Ja, mit meinem Leben. Also gut. Was jetzt? Wir treffen ihn drin und gehen zur Bibliothek. Oh oh. Na los. Mensch, ich habe mich doch in dem Moment versteckt. Es wird einfach nicht einfach. Aber den möchte ich ausnocken. Hier, alles lecker. Wo muss ich hin? Wo ist sie? Wo ist sie denn? Ich weiß es gar nicht. Wahrscheinlich ist sie schon plötzlich drin. Ach, da steht sie. Wie Sie sehen, gab es etwas Widerstand. Wie ich sehe, sehe ich nichts. Direkt hier drüben. Ach. Sie hat soweit schon aufgeräumt. Das ist ja schön. Wir haben einen Weg rein. Einmal am Platz können wir über die Postkutsche auf den Balkon klettern. Schleichen da so rum. Ritter, helfen Sie uns, das Ding zu schieben. Na, aber gerne doch, junge Dame. Und los. Komm, schieb die Karre an. Ich hoffe, dass sie da in dem Verein Indienhaus auch ein bisschen... Gottes Willen, was ist jetzt passiert? Ich hoffe, die haben da drin Licht. Du musst bleiben. Rani, ich muss an deiner Seite sein. Das bist du immer, Kind. Oh. Was ist mit ihm und seinen Komplizen? Befolge meinen Rat. Weißt du denn nicht, wie wichtig du mir bist? Warum schickst du mich dann fort? Weil du die Sache fortsetzen musst, falls mir etwas zustoßen sollte. Sag das nicht. Devi. Auch wenn sie mir nicht trauen. Ich werde ihre Königin beschützen. Das bin ich ihnen beiden schuldig. Dann strengen sie sich an. Ach, muss ich mich wirklich anstrengen, ey. Ich hab gesagt, das wird so ohne Probleme durch. Toll. Geht sie jetzt weg? Ist sie schon weg? Sie ist schon weg. Sie ist einfach weg. Kommen jetzt hier hoch. Dürfte ich jetzt? Jetzt. Kompliziert. Eindringlinge! Eindringlinge! Ah!
So, ich habe immer. Okay, ich glaube, das war's jetzt mit der ruhigen Stimmung. Und gute Nacht. Wache ausgeschaltet. Hey, ich hab dir gerade in den Kopf geschossen mit dem Pfeil. Ist hier oben auch? Die gehören alle zu uns, hä? Ich sehe niemanden mehr. Wow! Ist hier irgendwo einer? Ich sehe niemanden. Ach Mensch! Kompanie mal getroffen! Mit dem Pfeil erledigt. Mehr Wachen! Wo denn? Da sind sie! Auf dem Balkon! Oh, Schande. Oh, verdammte Axt! Ich brauche hier dringend eine neue Waffe, ey. Granate! Hui! Das war knapp. Erstmal hier regenerieren. Erstmal regenerieren. Also der Pfeil war deutlich tödlicher. Schön, wie ich die mal hinrichte. Ist das ein Garant? Ist das, er meint Garant? Oh. Ach, verdammt. Da rennt er. Oh, daneben. Bleibst du jetzt mal stehen, Mann! Ich treffe aber auch gar nicht, ne? So, jetzt hier. Ist jetzt gute Nacht. Bevor noch mehr Wachen kommen. Würde ich auch sagen, aber jetzt sind sie ja alle vorgewarnt. Und hier habe ich, was habe ich hier? Munition. Ab jetzt sind wir wohl nicht mehr auf leisen Sohlen unterwegs. Danke, dass du mich als erstes vorgehen lässt. Ist ja auch sicher hier, ne? Vorsicht! Flintenspezialisten! Flintenspezialisten? Oh, verdammt nochmal! Autsch! Scheiß die Wand an, das hat's uns erwischt gleich. Ich muss mal kurz hier zurückziehen. So, habe ich mich jetzt regeneriert? Wo ist er denn? Da. Ich gebe dir Deckung. Schon raus. Flinte neutralisiert. Von hinten kommen noch mehr. Von unten auch. So kann ich nicht treffen. Nein! Mein Gott, war das knapp. Wow. Hey, der steht da noch. Komm schon! Komm raus. Ich kann nicht die Hand abschließen? Ich weiß es gar nicht. Na, endlich. Wow. Könntest du, junge Dame, den Kollegen da mal erledigen, der da oben auf mich rumballert? Gibt's doch gar nicht. Ich habe eine Granate, was soll denn das? Wo ist er, wo ist er, wo ist er? Ich sehe nicht. Ich sehe ihn nicht! Jetzt muss ich wieder zurück. Oh Gott, ist das kompliziert. Junge Dame, könntest du mir mal vielleicht aushelfen? Das wäre doch sehr hilfreich.
Der Flintentypi. Au! Macht mich wahnsinnig. Beim besten Willen. Das kann nicht angehen gerade. So, weg ist er. Jetzt kurz durchatmen. Komm schon raus. Wache getroffen. Puh. Oh verdammt. Wache ausgeschaltet. So. Das war echt kompliziert hier, muss ich sagen, ne? Stehe unter Beschuss! Deckung, Ritter! Unten bleiben! Wir geben Deckung! Oh Gott, ist das kompliziert. Wo ist er? Da. Offizier ausgeschaltet! So. Über die Schrotflinte. Viel Munition ist da nämlich nicht. Oh, wobei, hier liegt jede Menge, ne? Haben wir es jetzt geschafft? Naja, der Kollege steht da relativ unbedacht. Das ist okay. Das soll er meinetwegen machen. Wow, wer ist das? In Deckung. Gottes Willen, habe ich mich erschrocken. Anscheinend der Letzte. Jeden Moment könnten mehr kommen. Gehen wir weiter. Hier, da, die will ich. Nee, will ich doch nicht. Das sind Schnellfeuerpistolen. Wer will die schon? Ich will hier so ein richtiges MG haben. Das gibt's doch gar nicht, dass da nichts ist. Denn mit dem... Mit der Schrotflinte werde ich, glaube ich, da haben wir doch was. Das sieht schon besser aus. Ich guck mal, ob diese Munitionskiste da oben wieder da ist. Ach, verdammt. Vielleicht auf der anderen Seite noch was. Ich guck mal einfach noch kurz zur Sicherheit nach. Leider nein, leider nicht. Dann müssen wir hier runter. Boah, ist das eine Action hier. Okay, hier ist nichts. Nachrichten aus Ostindien. Okay, wir müssen durch die Tür. Oder auch nicht. Na gut. Aua. Ah, verdammt. So. Das gab ja einen schönen kurzen. Was haben wir damit erreicht? Ach, das war eine Sicherheitstür. Und Tür aufmachen. Oh, was sehe ich hier? Munition. Worauf warten Sie? Ich wollte mich immer nur kurz umschauen. Was gibt's hier? Was ist das? Statement. Was? Ass to death? Muss ich nicht verstehen, oder? Gibt's hier irgendwas? Ach. Völlig uninteressant. So, und jetzt haben wir hier endlich mal eine Wumme. So, weiter geht's. Das war der schöne Sicherheitsraum. Jetzt wird wahrscheinlich geballert.
Lucan, Feuer einstellen! Das war knapp. Das ist Lakshmi Bai, die Anführerin der Rebellen. Sie ist deine Komplizin? Hast du deinen Verstand verloren? Ich könnte das Gleiche fragen. Man könnte meinen, dass du mich in einen Hinterhalt der Rebellen gelockt hast. Und mich zu meiner Verhaftung. Dafür haben wir keine Zeit. Wir brauchten Hilfe und ich konnte mich nur an sie wenden. Das ist Irrsinn. Du bringst den Kern unseres Ordens in große Gefahr. Alistair, du musst mir vertrauen. Du wolltest unbedingt Beweise haben. Sie war mit mir in Blackwall. Sie hat gesehen, was ich gefunden habe. Du willst mir erzählen, sie hat geholfen, die Docks der Vereintes Indien Kompanie zu zerstören? Mein Vater hatte recht, das war ein terroristischer Anschlag. Sie hat dich benutzt. Sie machte mich auf die Verschwörung aufmerksam. Und wenn wir das hier durchziehen wollen, brauchen wir ihre Hilfe. Was, wenn du falsch liegst? Dann übernehmen sie und ich die Verantwortung. Und tragen die Konsequenzen. Wie Mallory. Das war knapp. Ich hoffe, du hast recht, Gray. Ich will nicht entdecken, dass du auf der falschen Seite stehst. Ich auch nicht, Bruder. Wer will das schon? Gefunden, am anderen Ende der Lobby. Ich glaube, sie haben uns gefunden. Hallo, Liga. Geballer! Ich muss kurz warten. Das war nicht schlecht, dass ich da durchgeholzt habe. Die wären mir, glaube ich, sonst unangenehm aufgestoßen. Ziel erledigt! Komm schon! Okay! Das war nicht schlecht. Schnell Munition snacken. Wunderbar. Mal schauen. Okay. Oh, was war das? Achso, kann ich gar nicht nehmen. Na gut, dann nicht. Ja, liebe Freunde. Wenn wir diese Wendeltreppe hochgehen, machen wir ein Folgenpäuschen. Und sehen uns übermorgen wieder zu einer neuen Folge. Ich bedanke mich bei euch fürs Zuschauen. Und bis zum nächsten Mal, euer Bulle. Ciao. Hier durch.